Es ist 5 Uhr früh. Wir brechen zur Forstprozession auf, um ein Gelübde aus dem 16. Jahrhundert einzulösen. Damals wurde in einem der Pestjahre versprochen, alljährlich zwischen Mai- und Kreuzerhöhung jede Woche einmal zur Forstkapelle zu pilgern. Das Gebet um Gottes Schutz ist heute so aktuell wie damals. Die Gläubigen beten den Rosenkranz, denken etwa daran, wie Maria zu ihrer Verwandten Elisabeth unterwegs war und dort im saftigen Hügelland oberhalb von Jerusalem voll Freude gerufen hat: Der Herr stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Eine Vision von Gerechtigkeit aktueller denn je. Die Forstkapelle, sie wurde 1477 gegründet, ruft zur heiligen Messe. Das Unterwegssein in der ruhigen Natur, das Erspüren der Schöpfung Gottes, das Miterleben jener Stunde, in der der neue Tag allmählich erwacht, und das gemeinsame Feiern Christi Gegenwart in der Eucharistie zieht jeweils 30 bis 50 Mitfeiernde an, trotz oder gerade wegen der frühen Stunde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Forstkapelle und die Forstprozession werden geliebt, nicht nur von der Mesmerin. Wenn ich manchmal das nach außen erzähle, sage ich die Leute einmal: Wow, so viel kommen noch. Dann sage ich: Mutter, das ist super, kommen doch auch mal.